Hallo Whisky-Freunde, willkommen zu meinem nächsten Whisky-Video von Blind Whisky und begleite mich auf dem Weg, wie ich Whiskys erlebe und bewerte. Wie erlebe ich sie? Ich mache hier auf meinem Kanal Blindverkostung und wie bewerte ich sie? Ich schätze ein, was wäre ich bereit für diese Flasche zu zahlen? Und dann wird aufgelöst und dann gucke ich nach, wie viel sie wirklich gekostet hat. Für mich auf jeden Fall. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was ich denn für einen Whisky nehme. Denn ich suche mir jetzt aus meiner Kiste den 65. aus, 70, 69, 68, 67, 65, 66, 65. So, 65, ja. Das ist die 65. Aber dahinter ist eine Zahl, die ich nicht sehen kann. Und die Zahl sagt aus, was das für ein Whisky ist. Also ich mische auch hier diese Whiskys hier in den Kästen. Hin und wieder mal, teilweise oder ganz. Und die Kästen drehe ich mal komplett, sodass ich selbst da nicht unbedingt weiß, okay, die 65 war letztes Mal was? Ja, die 122? Ja, die 122, dann müsste das jetzt die 100. Ne, solche Gedankenspiele mache ich nicht. Also das ist affig. Ich möchte schließlich für mich herausfinden, wie ich diesen Whisky finde. Und dazu muss ich möglichst keine Ahnung haben, was ich habe. Ich kenne zwar meine Range, ich weiß ungefähr, welche Whiskys ich habe. Ich habe sie auch alle einmal getrunken, die ich hier in den Kästen habe. Aber bei der Anzahl, die ich habe, also ich habe nicht so ein super Geschmacksgedächtnis, dass ich sage, ich kann mir 90 oder 100 oder 200 oder 500 oder 1000 Whiskys im Kopf merken, vom Geschmacksprofil her. Na, und jetzt wollen wir mal anfangen, diesen Whisky hier zu probieren. Ah, auch ein sehr würziger Whisky. Ich würde sofort sagen, es ist ein Rye Whisky. Mit einer leichten Bananennote, genau. Manche sagen dazu Dill, also interessanterweise ist Dill und Banane haben geschmacklich, sind die ähnlich. Also, wenn ich an Dill denke, könnte ich auch an Dill denken. Interessanterweise gibt es Leute, die mögen keinen Dill. Also, ich mag eigentlich Dill, aber die Leute, die keinen Dill mögen, sage ich jetzt, riecht nach Banane. Ja, sehr intensiv. Lecker. Ich würde jetzt mal fast schon sagen, es könnte ein Jack Daniels Single Barrel Rye sein, weil ich den, glaube ich, noch im Programm habe. Ich hoffe, ich habe ihn noch im Programm. Aber genau den würde ich jetzt tippen. Boah, direkt rein, präsent, Würze, 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 Würze. Heftig. Also, das ist ein Whisky, ja. Also, wow. Er hat ja auch diese gewürzherbe Note. Also, manche sagen Bitterkeit, ne? Aber ich sag mal herb, das ist so eine bitterherbe Note ist da zum Schluss, ganz zum Schluss noch drin. Ja. Würde man das als Kritik bezeichnen? Nein, es ist einfach eine Art und Weise, wie man ein Getränk genießt. Super. Also das ist ein richtig leckerer Whisky. Ich bin gerade am Überlegen. Ich habe doch den 1776er nicht mehr im Programm. Aber ungefähr so heftig habe ich ihn jetzt auf der Zunge. Und der war teurer als wahrscheinlich der hier. Also ich tippe, es ist der Jack Daniel's Single Barrel Rye. Mit, der kostete, glaube ich, oder kostet 35 Euro so im Dreh rum. Bereit wäre ich sogar noch mehr dafür zu zahlen. Hm. 45 Euro.
Aber richtig gut. Richtig lecker. Gewürze, Gewürze, Gewürze. Wow. Kommt rein. Also richtig Roggennoten. Ich bin ja interessanterweise, ich mag eigentlich gar keine Roggenbrötchen. Also ich esse zwar relativ viel und ich esse auch ein Roggenbrötchen, aber ist es nicht mein Lieblingsbrötchen, komischerweise. Mohnbrötchen oder sowas ist, bin ich eher ein Typ. Aber Roggenwhiskys finde ich einfach klasse. Also ich habe erst vor kurzem Roggenwhisky auf meinem Kanal gehabt und jetzt schon wieder einen. Also, Amerikaner, ich habe ja schon gesagt, aber wenn ich jetzt schon sage, was glaube ich eigentlich, was da ist, dann brauche ich viele Sachen nicht mehr zu sagen. Normalerweise sage ich, ja, Alkoholgehalt wird da wahrscheinlich 46% haben. Und dann brauche ich auch nicht mehr so viel zu sagen, ist ein Amerikaner oder so. Klar, wenn ich Jack Daniels sage, dann klar, ist es ein Amerikaner. Ja, genau. Jetzt wollen wir auflösen. Ich sage, Jack Daniel's Score kostet 35 Euro. Ich wäre aber bereit dafür 45 Euro zu zahlen. Und jetzt wollen wir auflösen, was es hier eigentlich für ein Whisky ist. Es könnte nämlich auch was ganz anderes sein. Wie zum Beispiel JP Weiser, 10 Jahre, der in Roggenfässern irgendwie nur drin war, also noch nicht mal richtig viel Roggen drin hat, trotzdem eine schöne Würze hat. So, und jetzt wollen wir gucken. Also von der Farbe her könnte ich es mir gut vorstellen. Es ist die Nummer 46. Und jetzt weiß ich, was es für ein Whisky ist. Beziehungsweise ich kann in meine Mappe reinschauen, die hier ist. So, da ist die Mappe. Die Wahrheit kommt jetzt ans Tageslicht. Ihr wisst es ja schon, da unten steht es. Ich weiß es noch nicht. Und jetzt werde ich sehen, ob ich mich blamiere oder nicht. Aber es macht auch Spaß. Ehrlich gesagt, selbst das Blamieren ist okay. So, 47 und 46. Oh, es ist nicht der Jack Daniels, sondern der Crown Royal Rye für 28 Euro. Das ist ein kanadischer Whisky. Warum habe ich das nicht hier reingeschrieben? Aber ich weiß, dass Crown Royal Kanada ist ein Blended Rye Whisky. Also geblendet. Wow! Also, als ich das erste Mal den getrunken habe, habe ich ihn, glaube ich, gar nicht so toll gefunden. Jetzt bin ich aber platt. Aroma, Backgewürze, Getreide und leichte Eiche. Ja. Geschmack, weiche Eichennoten, reicher Butterscotch, würzige Vanille, übergehend in Pfeffer. Bei mir ist es das Würzige. Das Pfeffrige ist da allerhöchstens ganz leicht. Abgang, weich und cremig. Ah, vom Abgang habe ich gar nichts gesagt, weil der ist einfach so intensiv hier drin. Roggenanteil in der Maische beträgt 90%, also doch High Rye schon. Der Blend wurde 2016 von Jim Murray zum Whisky des Jahres gekürt. Damit war Crown Royal der erste kanadische Whisky, der diese Platzierung in der Whisky-Bibel erreichte. Ja, Jim Murray, würde man fast schon sagen, natürlich jemanden, der also meint, er müsste eine Whisky-Bibel schreiben. Ist natürlich immer etwas umstritten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er ähnlich jetzt begeistert war von diesem Whisky wie ich war. Also ich hätte jetzt gedacht, der wäre deutlich teurer. Also was sage ich dazu? 28 Euro. Übrigens kostet die Literflasche 40 Euro. Aber ich beziehe mich ja immer auf eine 0,7 Liter Flasche, egal wie teuer ich den Whisky eingekauft habe, auf eine 0,5, 0,35 oder sonst irgendwie. Meine Preise passt immer auf 0,7 Liter an. Auch das, was ich einschätze. Crown Royal, ich bin jetzt ehrlich gesagt völlig überrascht.
Das war eine Überraschung für mich. Ich kann es nur wiederholen. Ich bin immer noch, glaube ich, ein bisschen jetzt durch, weil. Hey, Crown Royal. Also, schade, der ist jetzt da hinten ein bisschen versteckt. Ich will ja jetzt nicht aus dem Bild rausrauschen. Aber ihr könnt ja hier die Flasche sehen. Sieht etwas altmodisch aus oder kitschig. Also, das ist für mich eine kitschige Flasche. Interessanterweise, ich habe den normalen Blend, den sie haben. Der sieht von der Flasche fast ähnlich aus, bloß lila von dem Etikett her. Und die sah schon, das weiß ich garantiert, 1967 genauso aus vom Etikett. Das heißt, die haben also das Flaschendesign über die ganzen Jahrzehnte gelassen. Das nennt man mal Kontinuität. Ja. Aber natürlich. Der Spirit ist nicht der gleiche geblieben. Davon kann man schwer ausgehen. Allein schon, man hat andere Roggen. Heutzutage sind doch die Roggensorten eine etwas andere. Die sind also intensiver Landbau und so weiter und so fort. Und dementsprechend ändert sich natürlich auch das im Geschmack in den Whiskys. Zum Guten, zum Schlechten könnt ihr betrachten. Ich betrachte die Whiskys von heute. Ja, das war's dann vom Blind Whisky. Wenn ihr was von Crown Royal kennt, was, sagen wir mal, nicht der Rye und nicht dieser Blend ist, sondern vielleicht einen dritten, vierten oder fünften, schreibt es unten rein. Und wenn ihr keine Ahnung habt, schreibt mal einen guten kanadischen Whisky rein. Ich bin ein bisschen Kanada-Fan. Seht ihr auch die kanadische Flagge. Nicht umsonst habe ich die reingesetzt, weil ich einfach das Land super toll finde, super interessant. Und deswegen bin ich auch sehr zufrieden mit dem Video heute. Ich kann nur noch sagen, wenn ihr das Whisky-Video toll fandet, könnt ihr mir einen Daumen hoch hinterlassen, ein Abo. Ansonsten sage ich nur noch, genießt eure Whiskys, egal welche Preislage es ist, mit Genuss und Verstand und einfach nur, ja, Genuss. Ja? Bis dann. Tschüss.